Community, herzlich willkommen zu einem weiteren Gespräch. Heute hier bei mir in Hamburg im Studio. Ich freue mich sehr über meinen heutigen Gast, Professor Dr. Sucharit Bhakti. Herr Professor Bhakti, finde es toll, dass Sie nach Hamburg gekommen sind und dass wir hier jetzt uns direkt austauschen können. Herzlich willkommen. Hallo. Herr Professor Bhakti, eigentlich sollte der Pfingstmontag ein Tag der Hoffnung werden. Ihr Buch, das Sie gemeinsam mit Ihrer Frau geschrieben haben, Corona-Fehlalarm, sollte als E-Book erscheinen. Und dann kam plötzlich die Meldung, es kann nicht erscheinen. Was ist da passiert? Ja, das ist für uns etwas sehr Überraschendes gewesen. Also wir haben uns gefreut, dass dieses Buch am 1. Pfingsten ist, soweit ich als Buddhist das verstanden habe, der Tag, wo alle Leute mit verschiedenen Sprachen in verschiedenen gesprochen haben und sich alle plötzlich verstanden haben. Und wir dachten, das wäre eigentlich der Tag, an dem dieses Buch erscheinen sollte. Das Buch behandelt ja die größte Krise Deutschlands und der Welt seit dem Zweiten Weltkrieg. Und die Frage ist, Corona, Fehlalarm, Fragezeichen. Wissen wir ja nicht. Aber wir denken, dass man darüber nachdenken sollte. Nicht nur wir, sondern alle. Und deswegen ist dieses Buch geschrieben worden. Und dann kam plötzlich, ein paar Stunden bevor dieses Buch eigentlich erscheinen sollte, die Nachricht von Amazon. Nein, die haben beschlossen, dass sie das Buch nicht ins Programm aufnehmen, weil Leute, die sich informieren wollen über diese Krise, sollten sich an die anerkannten Autoritäten wenden. Okay, also das haben die Ihnen schon mitgeteilt. Ja, das haben sie uns mitgeteilt. So, Geschichte von Amazon. Und gibt es schon einen Plan B? Wir hoffen es, aber wir wissen es nicht genau. Wir haben einen Plan C, nämlich Plan C ist, dass das Buch ungefähr in 2 Wochen, wahrscheinlich, als Taschenbuch erscheint. Das ist dann nicht mehr zu stoppen, aber 2 Wochen ist eine lange Zeit. In dieser Corona-Krise zählt jede Minute. Sie haben ja, wann war es, ich glaube am 13. März, oder wann haben Sie den Brief an Frau Merkel geschrieben? Das muss irgendwann Anfang März gewesen sein. Nee, das war Ende März. Das war Ende März. Am 29. März. Seitdem ist viel Zeit vergangen. Wie empfinden Sie gerade die Situation jetzt Anfang Juni hier in Deutschland in Bezug auf das, was wir immer noch an Auflagen in Bezug auf Corona haben? So, richtig. Am 29. März dachten wir, und wenn ich wir sage, es ist immer meine Frau und ich, denn wir machen alles zusammen, haben wir gedacht, irgendwas läuft hier nicht richtig. Leute, hier ist was, läuft was schief. Und wir müssen unbedingt was tun, um die Bevölkerung aufzuklären, dass etwas schief läuft, weil wir steuern in eine Katastrophe. Und wir dachten, dass die Regierung und die Experten an ihre Empfehlungen, an ihre Aussagen eigentlich geglaubt haben. Deswegen war es keine Kritik, sondern es waren 5 Fragen, die wir gestellt haben an die Kanzlerin. Zu der Zeit gab es nur einen Menschen in Deutschland, der gemahnt hat. Und das war der Dr. Wodak. Ich habe das Video von Herrn Wodak gesehen und ich habe gedacht, der Mann hat sowas von Recht. Es ist alles richtig, was er sagt. Also brauchen wir keine Sorge zu haben. Aber wir mussten Sorge haben, weil es ging weiter. Und so ist es gekommen. So, dann ist es immer schlimmer geworden. Weil 10 Tage später, das war 10. April, wussten wir, dass die Entscheidung vorstand, dass Frau Merkel verkünden würde, ob am 19. April die Maßnahmen aufgehoben werden oder nicht. Und wir hatten dieses Video gemacht in der Hoffnung, dass Mann und Frau einsehen würde in Berlin, dass sie nicht in Ordnung waren. Aber nein,
Frau Merkel verlängert die Maßnahmen. Einfach so. Mit einer Begründung, die nicht mehr wissenschaftlich und faktisch zu halten war. Ab dieser Zeit wurden wir beunruhigt, richtig beunruhigt, weil auch gleichzeitig noch absurdere Dinge gekommen sind, wie Maskenpflicht. Maskenpflicht zu der Zeit, und wir sagen jetzt Mitte April, war es vollkommen klar, und wir waren nicht die Einzigen, die das gesagt haben. Professor Ioannidis in Amerika, Stanford, der bekannteste Epidemiologe der Welt und der beste übrigens, hat aufgeklärt, Leute, diese Infektionskrankheit ist nicht schlimmer als eine normale bis mittelschwere Grippe. Und er hat Zahlen auch vorgelegt. Und diese Zahlen waren für jeden einsehbar. Wir haben die Zahlen auch gesehen. Wir haben gesehen, okay, der Mann zeigt uns den Weg. So muss man das zusammenstellen. Und dann ist es völlig klar. Und ich habe das selber auch gesagt. Ich habe gesagt, Leute, und Professor Homburg, immer wieder wunderbar, wie klar dieser Professor Homburg aufgeklärt hat. Allen. Die Epidemie ist zu Ende, geht dem Ende zu. Es gibt keine Infektionen mehr, kaum noch. Und das sagt ja nicht irgendjemand, ich meine, Sie sind Epidemiologe. Ja, und dieses Hochfahren von Testungen zu einer Zeit, wo eine Epidemie zu Ende geht, ist das, was man nicht macht. Wissen Sie warum, sage ich Ihnen. Weil jeder Test ist anfällig. Das heißt, es gibt sowas wie falsch positiv. Mhm. Das heißt, wenn Sie 100 Teste machen, bei 100 Menschen, die kein Virus haben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine falsch positiv ist, extrem hoch. Wahrscheinlich sind sogar 2 oder 3, so sind die besten Teste. Die besten Teste liegen im Bereich 98%. Und dieser Covid-Test kann nicht besser sein als der Covid-Test überhaupt noch nie auf Herz und Niere geprüft. Man weiß gar nicht, wie viel falsch positiv ist. Aber jetzt, wenn Sie eine Positivität haben von unter 1%, dann kann alles das Rauschen im Hintergrund sein. Das haben so viele Leute gesagt. Bodo Schiffmann, Professor Homburg, warum versteht man das nicht? Stattdessen gehen Sie hin und fahren die Testung hoch, wo kein Virus da ist, und dann haben Sie das Positive im Hintergrund und damit hantiert Frau Merkel und sagt, wenn mehr als, ich weiß nicht, 35 pro 100.000 positiv sind, dann gibt es wieder Shutdown. Also sowas. Dann kam die Maskenpflicht. Und da sind wir wirklich außer uns gewesen. Wie kann man etwas aufzwingen der Bevölkerung, die bekanntermaßen vollkommen wirkungslos ist, auch wenn das Virus da wäre und ich husten würde, geht ein Virus doch durch diese Maschen, weil die Maschen sind zu groß. Die Maschen sind nicht für Viren gemacht. Die sind viel zu groß. Ich huste und du kriegst das Virus. Aber wenn ich nicht huste, dann kriegst du das Virus nicht. Es war immer so. Und jetzt müssen alle Leute rumlaufen mit Masken, obwohl bekannt ist, dass diese Masken potenziell sehr schädlich sind. Denn wer eine Maske trägt, da erhöht sich die Kohlendioxidkonzentration, man kriegt weniger Luft. Ältere Leute, die geschwächt sind, dürfen keine Masken tragen. Ohne dass sie zum Arzt gehen müssen, dürfen sie keine Masken tragen. Es ist so. Und es soll sogar so sein, habe ich gehört, dass wenn man quasi Covid hat, es nicht weiß, die Maske trägt, dass es dann, da gibt es jetzt auch gerade irgendeine aktuelle Studie, möglicherweise sogar aufs Gehirn schlagen kann. Es kann natürlich aufs Gehirn schlagen. Wenn Sie zu wenig Sauerstoff haben, dann fallen Sie so. Und nicht nur das, die psychischen Schäden, die Kinder, die in die Schule gehen, jetzt mit den Masken. Wissen Sie, dass 50% gaga sind? Die gehen heim und sagen, oh, ich werde verrückt. Ich habe einen Arzt, der ist in Passau, und hat mich angerufen und er sagt, ich werde heute ein Befreiung von der Maske für jeden schreiben, der zu mir in die Praxis kommt, für das Kind. Das ist unverantwortlich, unverantwortlich so. Und jetzt kommt die wahre Geschichte. Ich weiß nicht, ich tue jetzt etwas, was wir sonst nie tun, aber ich erzähle Ihnen die wahre Geschichte.
Die Mutter von meiner Frau, meine Schwiegermutter, ist alt. Sie ist krank. Sie hat Krebs. Aber nicht so, dass sie unbedingt zum Arzt geht, weil sie ohnehin nicht zum Arzt gehen will, weil man sagt, da kannst du dich anstecken und dann wirst du sterben wegen diesem verdammten Virus. Und dann ging sie einkaufen. Sie wohnt weit weg von uns. Eine Stunde. Alleine. Und wenn sie ihre Milch und Brot kaufen will, dann muss sie zu Aldi laufen. Das hat sie getan. Das sind ein paar hundert Meter, das schafft sie noch. Und dann durfte sie nicht einkaufen ohne Maske. Und ach, sie hat eine Maske gegeben. Sie tut diese Maske an, geht einkaufen und mitten in Aldi, das ist ein großer Laden, wissen Sie? Entschuldigung, ich werde jetzt ein bisschen wütend. Kriege ich Luftnot und bricht zusammen. Bricht zusammen. Wir waren nicht da. Sie konnte uns sowieso nicht anrufen. Sie konnte den Weg nicht nach Hause machen. Sie musste nach Hause gebracht werden. Und als ich zu Hause war, haben sie gesagt, ja, willst du ins Krankenhaus? Und wissen Sie, was sie gesagt hat? Ich will nicht ins Krankenhaus. Ich will nie ins Krankenhaus. Wenn ich ins Krankenhaus gehe, dann werde ich meinen Enkel nie wieder sehen. Und meine Tochter und mein Schwiegersohn, ich werde zu Hause sterben. Und wenn jemand mich droht, ins Krankenhaus zu bringen, ich habe eine Plastiktüte. Ich schwöre, und das würde sie tun. Ins Krankenhaus und dann sehe ich euch nie wieder. So was. Das können wir nicht ertragen. Und wissen Sie was? Ab dem Tag ist meine Frau krank geworden. Sie hat Bauchschmerzen, Magenschmerzen, sie konnte nicht mehr schlafen, sie wurde depressiv. Das sind so die psychosomatischen Auswirkungen dann von... Ihre Mutter ist fast gestorben. Ja. Wegen einem Zwang, was aus Berlin und jetzt aus unserem Ministerium, ich meine, mein Gott, wie kann man nur? Das ist unverantwortlich. Das ist menschenverachtend. Das ist unchristlich, Leute. Ich bin Buddhist. Aber das macht man nicht. Wie viel Leid haben sie gebaut? Wie viele Menschen sind gestorben durch diese Idiotie? Durch diese Idiotie, wirklich. Na, da kann man nur wütend werden. Und warum nehmen die Leute das alles an? So, dann hat meine Frau gesagt, du, wir haben genug geredet. Wir kriegen Mails und Anfragen und Telefonate und ja, diese Maskenpflicht. Ja, ist das überhaupt sinnvoll? Wie ist das zu begründen? Und dann können wir nicht mehr schreiben, weil wir schlafen sowieso nicht mehr. Ja? Und dann hat sie sich nachts anstatt schlaflos im Bett, hat sie gesagt, jetzt müssen wir das unbedingt zu Papier bringen. All diese Fragen müssen beantwortet werden, aber auf eine Art und Weise, dass die Antworten allen zugänglich sind, abrufbar sind, emotionslos, also wir haben diese Geschichte nicht im Buch. Im Buch sind nur die Fakten aufgelistet. Die Fragen und die Antworten, mit denen wir konfrontiert werden, fast jede Minute, ich sag's Ihnen. Unerträglich. Und dann sollte dieses Buch dazu dienen, Pfingsten. Alle verstehen sich wieder, weil sie im Buch die Antwort finden. Und das Buch hat den Titel Corona, Fehlalarm, Fragezeichen. Fragezeichen. Sie sollen sich das fragen. Wir haben keine Antworten für Sie. Wir haben das nur aufgelistet. Die Fakten und die Zahlen und die Hintergründe. Das ist das Buch. Corona, Fehlalarm, Fragezeichen. Helfen Sie uns, diese Frage zu beantworten. Und wenn ich Sie sage, sage ich nicht nur die allgemeine Bevölkerung, sondern auch die Politiker und ihre Experten, die sie so beraten haben bis jetzt und die alle kritischen Stimmen bis jetzt nicht gehört haben, nicht hören wollten, sich geweigert haben zu hören. Es ist ja nicht so, als ob wir, wenn ich wir sage, sind sehr viele Menschen in diesem Land haben gesagt, es stimmt hier was nicht. So. Wissen Sie, es ist schon Juni. Diese Maßnahmen hatten schon am 19. April keine Rechtmäßigkeit mehr. Warum? Weil
wie Johannidis und nachher andere, wir auch, mit Zahlen belegt haben. Zahlen, die Sie im Buch jederzeit nachlesen können. Die sind dargelegt, die sind festgeschrieben. Und diese Zahlen können Sie nachgucken im Statistischen Bundesamt. Ja, Entschuldigung, aber ich bin ein bisschen aufgebracht. Was zu verstehen ist. In den Chroniken des Robert-Koch-Instituts selbst, da sind sie alle abzulesen. Tun Sie das doch. Und dann werden Sie sehen, dass diese Erkrankung nicht gefährlicher ist als eine normale Grippe. Und eine normale Grippe ist nicht eine Epidemie von nationaler Tragweite. Wo kämen wir denn hin? Dann hätten wir jedes Jahr eine Epidemie von nationaler Tragweite und Sie würden rumlaufen mit diesen verdammten Masken. Das kann nicht sein. Und Social Distance, ach Gott, Abstand halten. Für Menschen, die das Virus gar nicht tragen. Warum? Weil das Virus eine globale Gefahr ist? Nein, die Zahlen stimmen nicht. Und wenn Sie denken, dass die Zahlen in Italien stimmen und in Amerika, Bronx, dann lesen Sie das Buch, weil wir darlegen, was sonst da passiert, wovon Sie nichts wissen, weil die Medien nicht darüber berichten. Und das ist so unverantwortlich von den Medien, so unverantwortlich. Ah, schlimm. Wir erfahren ja immer wieder aus Berlin, wir können erst dann in Anführungsstrichen zur Normalität zurückkehren, wenn es einen Impfstoff gibt. Wie stehen Sie dazu? Also, wissen Sie, diese Impfstoff, unselige Impfstoffgeschichte, ist in allem Munde. Und ich habe schon direkt gesagt beim ersten Interview mit KenFM, die Vorstellung, dass man einen Impfstoff entwickelt gegen diesen Erreger, ist so laienhaft, dass es nahezu wehtut, dass es überhaupt diskutiert wird. Nun habe ich erfahren, dass jemand wie Bill Gates vielleicht auch dafür ist. Vielleicht. Weiß nicht, ich habe nicht. Das hat er ja auch keine Verschwörungstheorie. Er hat ja offen gesagt, 7 Milliarden Menschen sollen geimpft werden. Das hat er ja zur besten Sendezeit in den öffentlich-rechtlichen Medien publiziert. Ja, das ist mir zugetragen worden. Wissen Sie, wir gucken diese Fernsehsendungen nicht. Wir gucken sehr wenig Fernsehen. Und wenn wir gucken, gucken wir auf keinen Fall ARD und ZDF. weil sie so schlecht sind. Und so schlecht berichten. Wissen Sie, die waren einmal auf einem sehr guten Niveau. ZDF, als ich in Mainz war, habe ich so viele tolle Sendungen mit ZDF, SWR, aber die sind sowas von niveaulos geworden. Ich dachte, das kann nicht sein. Aber es sind natürlich auch andere Leute, die jetzt dran als vor 20 Jahren. Aber zurück zur Impfung. Ich muss Ihnen sagen, dass diese ganze Diskussion auch was Positives gehabt hat für mich. Weil ich habe mich gefragt, kannst du wirklich ausschließen, dass so kluge Leute wie Bill Gates oder ich glaube, Herr Drosten meint es auch. Ich glaube, er ist da irgendwie unentschieden, ja, aber ich bin nicht auf dem aktuellsten Stand. Kann nicht sein, dass die Experten, die bestimmt klug sind, das glauben? Und wenn sie es glauben, muss es doch begründet sein. Und dann habe ich mich gefragt, kannst du erklären, warum das völliger Unsinn ist? Und dann muss ich wirklich sagen, Moment mal, nicht nur kann ich das nicht hundertprozentig erklären, sondern ich frage mich, kannst du auch andere Dinge erklären, die sonst niemand erklären kann? Zum Beispiel, wenn 80-90% der Infizierten nicht schwer krank werden, nicht wahr? Das ist bekannt. Ich hoffe, dass es allen bekannt ist. Viele werden überhaupt nichts, keine Symptome haben, nicht einmal husten. Viele werden nur husten haben, vielleicht mit ein bisschen Fieber. Insgesamt sind es 80-90%, die nicht schwer krank sind. Nun, wissen Sie was? Das ganze Problem, was hier steckt, ist, dass wenn das Virus nachgewiesen wird, bei Ihnen, bei mir, dann haben wir Covid-19. Wissen Sie, was Covid-19 eigentlich bedeutet?
Covid-19 ist nicht die Bezeichnung des Virus, sondern der schweren Krankheit. Der schweren Krankheit ist, das ist Covid-19, der neuen schweren Krankheit. Nun hat die WHO das ausgegeben, dass in dem Moment, in dem ein Test positiv ist, übrigens auch wenn er falsch positiv ist, dann haben Sie einen Fall von Covid-19. Und das war der unselige Beginn von allem. Dann kam die Hochrechnung. Mein Gott, wir haben so und so viele tausende Infektionen jeden Tag. Das verdoppelt sich alle 5 Tage. Dann werden wir, wenn wir Mitte März 1000 haben, werden wir Ende April 500.000 haben. Und davon werden 5% sterben. Sie wissen ja, die Kinder, diese dumme Hochrechnung. Richtig dumm. Und da habe ich auch gesagt, Moment mal. Nicht sagen, ja, 5% davon, sondern muss sagen, 5% der 10%, die krank werden. Aber das ist eine alte Geschichte. Nur, als ich anfing, darüber nachzudenken, kam ich auf plötzlich die Erleuchtung, Mensch, diese 80-90%, die haben die Infektion gehabt. Sonst wäre das Virus nicht nachweisbar. Sind sie eigentlich immun? Ja oder nein? Müssen sie Antikörper haben? Hatten sie Antikörper? Sie hatten keine Antikörper, sonst hätten sie nicht die Infektion gemacht. Jetzt kommt eine zirkuläre Argumentation. Du bist nicht immun, also kriegst du die Infektion. Aber du bist nicht krank, also warst du doch immun. Weil der Begriff immun heißt, ich werde nicht krank. Ja. Es heißt nicht, ich werde nicht infiziert. Und da habe ich angefangen nachzulesen. Richtig die internationale wissenschaftliche Literatur. Und dann habe ich alles verstanden. Warum diese ganze Irrsinn passiert ist, warum sogar Bill Gates denkt, wir müssen einen Impfstoff haben, warum andere Experten es auch denken. Und jetzt weiß ich, warum die Impfstoffentwicklung völliger Blödsinn sein wird. Es darf überhaupt nicht gemacht werden. Sollte sofort gestoppt werden, weil die Impfung kann nur scheitern. Kann nur scheitern. Das heißt, man weiß ja auch, dass diese Impfstoffe gar nicht ausreichend getestet werden können, alleine schon von der Zeit. Das bedeutet letztendlich auch, wenn ein Arzt so einen Impfstoff dann verabreicht, dann wird er eigentlich nicht mehr seiner Funktion als Arzt gerecht. Oder weil das ist ja ein dann jetzt schon auch bekanntes Wissen, weil das haben ja auch schon Experten gesagt, wie unter anderem Bill Gates, sie wissen, dass diese Impfstoffe nicht ausreichend getestet werden können. Sehen Sie, Leute, ich lehne mich zurück. Ich bin sicher, dass die Impfung nicht kommt. Ich bin sicher, dass die Impfstoffentwicklung bald gestoppt wird, wenn Sie alle verstehen, warum die Impfung nicht funktionieren kann. Das können Sie übrigens auch im Buch erfahren, weil wir das dargelegt haben. Gucken wir mal in die Zukunft. Was erwarten Sie? Kommt diese sogenannte zweite Welle? Herr Dr. Wodak hat sich dazu im Interview ja gerade sehr deutlich geäußert. Auch das ist etwas, was mit der Impfung, mit der ganzen Frage der Immunität, der Impfung zusammenhängt. Und die Antwort ist, natürlich wird keine zweite Welle kommen. Aber auch das können Sie im Buch nachlesen. Warum? So. Also dann drücken wir die Daumen, das Corona-Fehlalarm, Fragezeichen, in 2 Wochen, dachten Sie etwa, als Taschenbuch erscheint. Wenn nichts dazwischen kommt, werden Sie das vielleicht doch noch vorher lesen können. Herr Professor Bakhti, eine Frage noch zum Abschluss. Wenn Sie in der Verantwortung wären oder gewesen wären Anfang März, was hätten Sie gemacht? Wären Sie eher in der politischen Verantwortung in Bezug auf Covid-19? Hätten Sie jetzt zum Beispiel den schwedischen Weg gewählt? Aber natürlich. Ich hätte wahrscheinlich noch weniger gemacht als die Schweden. Wissen Sie, das Problem ist, dass die Leute nicht verstehen, dass dieses Virus nicht gefährlicher ist als ein Grippevirus. Also müssen sie nichts mehr machen. Sie müssen natürlich die älteren, geschwächten
vorerkrankten Menschen schützen. Das ist klar, aber das machen sie auch bei der Grippe. Ja, das ist ja eigentlich ein normales Verhalten, dass wenn man sieht, jemand anders ist stark erkältet oder hat die Grippe, dass man den nicht umarmt und mit ihm auch den Handkontakt vermeidet. Ja, das reicht vielleicht auch. Wie viele von Ihnen haben noch nie Husten gehabt? Und warum haben Sie so viel Angst davor? Und Sie sehen auch, dass das Virus jünger als 70, die nicht vorerkrankt sind, auch nicht mehr gemacht haben und nicht weniger als die anderen Viren früher. Vor allem, was ja in der ganzen Diskussion aus meiner Sicht auch übersehen wird, ist, dass quasi ja durch die Maßnahmen möglicherweise viel, viel mehr Menschen zu Schaden kommen. Also ich glaube, weltweit wurden alleine 28 Millionen Operationen abgesagt. Also, wissen Sie, das stimmt. Und es stimmt, dass hierzulande mit Sicherheit Menschen umgekommen sind, gestorben sind. Nicht eine, nicht zwei. Ich denke, Hunderte oder Tausende. Aber ich habe keine Zahlen. Ich kann es nicht belegen. Es gibt dieses eine Gutachten, dieses, was ja wieder vom Bundesinnenministerium, was dann ja als nicht offiziell erklärt wurde. Ich glaube, da sprach man in diesem Gutachten von 5.000 bis 115.000 Menschen zu dem Zeitpunkt, als das Gutachten erschienen ist. Nein, es war kein Gutachten. Ich meine, der Mitarbeiter des Innenministeriums hatte die Aufgabe. Er war ja im Ressort Risikoabwägung. Es war sein Job und er hat seinen Job verdammt gut gemacht. Er hat die Risiken abgewogen mit Zahlen und er wollte diese Zahlen präsentieren. Es war sein Job, es war sein Bericht, es war kein Gutachten. Er hatte kein Gutachten zu erstellen, er hat einen Bericht zu erstellen. Das ist sein Job gewesen und das hat er unheimlich gut gemacht. Dann, er wollte auch keinen Fehler machen, deswegen hat er 10 Experten, jeder auf seinem Gebiet, gefragt, ob er irgendeinen Fehler gemacht hat. Ich war einer davon. Ich habe es gelesen und gesagt, nee, die Schlussfolgerungen sind alle richtig. Die Zahlen sind in dieser Größenordnung auch richtig. Das habe ich nicht nur ich gesagt, das haben 9 andere gesagt. Sehr namhafte Leute. Ja. Entschuldigung, ich muss seinen Namen jetzt nennen. Professor Peter Schirmacher ist einer der bekanntesten Wissenschaftler Deutschlands oder überhaupt Europas. Mitglied der Leopoldina. Mein Gott, ja, dieser Mann hat Chef der Pathologie in Heidelberg. Und er hat es auch unterschrieben, dass er das richtig findet. Also, was soll das? Er hat auch gesagt, ja, es war meine Pflicht zu bestätigen, das stimmt. Und jetzt, was? Der Mann ist sofort suspendiert worden. Er darf nicht mehr arbeiten. Sein Bericht ist runtergemacht worden als etwas, was überhaupt nicht verlangt wurde vom Ministerium. Aber er war doch im Ressort tätig, Leute. Was soll das? Ja. Und der ist jetzt weg. Aber der Bericht ist noch da. Also zugänglich. Jetzt nochmal ganz zum Schluss. Wie ich weiß, wir hatten uns für dieses Interview nur kurz verabredet. Ja. Von daher, es wird nochmal ein ausführliches Gespräch geben, dann, wenn das Buch erschienen ist. Aber sagen Sie doch nochmal, würden Sie grundsätzlich, Herr Professor Bakhti, für Gespräche mit Herrn Drosten, mit der Politik, mit anderen Wissenschaftlern zur Verfügung stehen? Ich stehe natürlich jederzeit zur Verfügung, wenn es um eine sachliche Diskussion geht. Kein Talkshow. Das mache ich nicht. Talkshow, bin kein Unterhalter. Ich möchte gerne die Sache offen diskutiert haben. Punkt. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Bitte sehr. Und danke Ihnen für Ihren Mut und für Ihre Durchhaltekraft und wünsche uns allen, dass dieses Buch die Runde macht. Ja, ein nettes Wort. Ich bin ein bisschen beunruhigt, dass man dazu Mut haben muss. Es ist doch selbstverständlich, dass ein Bürger in diesem Land aufsteht und seinen Mund aufmacht, wenn Unrecht angetan wird. Und das ist alles, was ich mache. Vielen Dank, Herr Professor Dr. Bakhti. Liebe Community, vielen Dank fürs Zuschauen. Wie immer freuen wir uns auf eure konstruktiven Kommentare und danken euch natürlich auch sehr für eure Unterstützung, weil auch solche Gespräche sind nur durch euch
möglich. In diesem Sinne alles Gute und bis ganz bald. Ihnen auch alles Gute. Dankeschön. Danke.